Scheiße. Hör auf zu schnippern. Die Mampus steht. Der rote Draht. Den musst du also durchschneiden. Schneid ihn weg, du. Ich geh um die Ecke. Hast du dir schon in die Hose gemacht? Dann schau einem echten Mann zu. Na, wenn du ein echter Mann bist, warum zittern dann deine Hände? Hände bedeuten einen Scheißdreck. Das Wichtige ist, dass sonst... Na gut, wie kommen wir denn jetzt hier... Ach so, ich verstehe. Aua! Wer quatscht da noch? Wie hat der denn da noch gequatscht? Klingelt denn hier ein Telefon? Hä? Ach, das ist ein Metalldetektor. Ja, hast recht. Hab ich voll nicht gerafft. Metalldetektor ist das. Und hier liegt ein Schlüssel. Das heißt, wir müssen mal wieder nach einem Safe Ausschau halten. Ja, das brauchen wir jetzt eigentlich gerade gar nicht. Was, oh, das ist... Oh. Das ist, glaube ich, das ist eine AK, oder? Das ist eine AK. Die ist mir eigentlich lieber als die andere. Als die hier. Das ist ein AK. Die nehmen wir schon mal mit. Auch wenn die jetzt nicht so ausgestattet ist wie unsere. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber... Oder? Ja, das geht. Das geht. Ah. Revolution, Eintrag 1. Eine Sache ist jetzt vollkommen sicher, die rote Linie bereitet sich auf den Krieg vor. Ohne Tamtam und große Worte wie beim Reich versammeln sie die stärkste Armee, die es je in der Metro gab. Und die Stille, die ihre Kriegsvorbereitungen begleitet, erscheint mir fast noch schlimmer als die Reden der Faschisten. Ja, keiner sieht sie kommen, das ist das Problem. Frag mich gerade, ob man die auch irgendwie aufmachen kann, weil die halt dieses Verschlossen-Symbol haben. Aber die kriegt man ja nie auf, ne? Und ich weiß nie, ob wir hier, wo ist ihr Licht da? Ob hier hinter der Tür dann jemand auf uns wartet. Deswegen schieße ich mir die Lampen schon mal kaputt. So wie die. Was zum Teufel macht ihr da? Wer patrouilliert denn auf dem Gelände? Ich alleine? Na los, an die Arbeit! Ihr alle! Jawohl! Ivan, bleib! Hast du dich um diese Ratten gekümmert? Ich will, dass sie alle verbrannt werden. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Erschießen ist eine Sache, aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen. Wovon redest du? Leute? Erschießen? Bist du bescheuert? Meintest du denn nicht die Flüchtlinge? Welche Flüchtlinge? Soll sich die Spezialabteilung um sie kümmern. Ich spreche von echten Menschen. Die haben sich da mehr wie verregt. Also, so einen haben wir. Was machen die Hanseln denn da jetzt? Komme ich hier lang? Au, ihr kleinen Biester! Jetzt kommt! Bis jetzt läuft's. Es läuft. Da können wir nicht lang. Die Scheinwerfer nerven halt. Ich weiß aber auch nicht, ob wir die hier ausschalten können. Ich probier's mal.
Nein. Das geht nicht. Das ist fest. Ja gut. Das war's. Na, guck noch einmal. Scheißdreck. Das ist dieses Stealth. Ja, fast. Fast. Jetzt habe ich dich. Alter, das ist doch voll in die Fresse. Mann. Das war doch jetzt echt mal mehrfach voll in die Fresse, oder? Das kann doch keiner leugnen. Oh, die hat eine Verbesserung. Ziel, ein Laservisier. Das ist natürlich cool. Wieso röchelt der? Ist er an Altersschwäche denn gestorben oder was ist da los? Ist da noch einer? Hä? Hä? Woran ist der denn verreckt? Verblutet oder was? Naja. Jetzt können wir zumindest mal umsehen. Ach, guck mal, hier können wir auch noch das Licht ausschalten, oder? Errungenschaft freigeschaltet, Ingenieur. Müssen wir mal eben gucken, wo wir lang müssen. Ich habe überhaupt keinen Plan. Wir können mal auf den Kompass schauen. Oh, wir müssen sogar hier lang. Nein! Scheiße. Einen Moment. Wer ist da? Ich hab das Licht vergessen. Okay. Normal. Temperatur des Wärmetauschers? In Ordnung. Synthese Gasdruck? Einen Moment. Das ist die verdachte Zukunft. Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir eine Erkältung einfange. Ich würde mich jetzt gerne aufs Ohr hauen. Wann hat er uns denn gesehen? Was? Sieht so aus, als ob da. Jemand? Psst. Ach, Scheiße. Das ist wohl nur meine Fantasie gewesen sein. Ja, genau. Nur macht sich bemerkbar. Gucken wir aber jetzt hier hin. Fuck! Verdammt. Es ist kalt hier. Wer ist das? Wer ist da? Die ich da spüre? Scheiße.
Scheiße, ey, die Blitze haben uns verraten hier. Das ist die verdammte Zugluft. Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkältung einfange. Boah. Alter Verwalter. Das ist schon ganz schön fies, ne? Dass das auf einmal irgendwas anfängt zu blitzen und dann wirst du gesehen. Aber egal, wir haben es geschafft. Wir müssen jetzt trotzdem noch irgendwie darüber kommen. Ich habe jetzt noch nichts gesehen, was uns dabei helfen könnte. Da hinten kamen wir nicht lang. Da steht einer, da stehen ja zwei. Das heißt, die werden sofort alarmiert, sobald wir da lang gehen. Wir können die nicht abmeucheln. Können wir auch nicht hoch? Kleinen Tipp. Warte mal, ich guck nochmal rum. Okay, hat sich eh erledigt. Die suchen jetzt nämlich nach uns. Okay, was wäre der Tipp gewesen? Da ist eine Leiter. Ach Kacke, hier ist eine Leiter, ja. Eine Leiter, stimmt. Jetzt habe ich es auch gerade gesehen. Ich dachte, er fliegt um die Ecke. Ist halt keine Granate, ne? So, warte, 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 der kriegt auch noch so ein Ding. Alter, die fressen. Diese Bombendinger habe ich bis jetzt nicht genutzt. Ich eigentlich auch nicht. Wow! Die benutzen die aber. Laservisier haben wir schon. Ist da noch einer, oder? Na gut, Wechsel halt. Da ist die Leiter, die Markus erwähnt hat. Dann kann man sich hier oben langschleichen. Ah, okay, gut. Aber da haben sie leider die Leiche von eben entdeckt. Piek doch, piek doch. Er piekt nicht. Okay, dann ging es hier runter. Holen wir trotzdem mal die Schleichwege. Wenn du sagst, wir finden dich gleich, weißt du aber nicht, wo ich gerade bin. Hahaha, das hast du es verraten.
nicht viel. Filter, 5 Minuten. Noch was. Ruhig bleiben, Kameraden. Wir sind durch, aber hier ist noch irgendwo ein Safe, oder? Täuscht mich das? Hier war doch noch irgendwo ein Safe. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Habe ich ihn erwischt? Ich habe ihn erwischt. Ich will die Munition, nicht die Maske. So, danke. Was hat er denn? Der hat eine AK mit... Hallo, Spiel. Halt. Hä? Eine AK mit Zielfernrohr. Einmal kurz gucken. Nein, nicht hier. Aber das finde ich auch doof. Da finde ich unsere schöne gerade. So, ich gehe ins Bettchen. Alles klar, Blue Pet. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Obwohl, falls du die hast, wenn du den ganzen Tag schon gelegen hast, dann... Du musst dich ja müde gelegen haben, dann. Auf jeden Fall, mach's gut. Wir sehen uns. Gute Nacht. wo sind wir denn jetzt? Revolution, Eintrag 2. Sieht so aus, als ob Generalsekretär Moskvin von der Roten Linie nicht viele Entscheidungen trifft. Es scheint, dass er selbst Korbuts Geisel ist. Der einäugige General hält ihn mit einer Hand im Schwitzkasten, während er mit der anderen Figuren auf diesem riesigen Schachbrett versetzt, das die Metro für ihn ist. Aber warum toleriert der Generalsekretär solche Anmaßungen, gibt sich dessen Forderungen hin, wenn er ihn doch einfach entlassen oder hinrichten lassen könnte? Was macht Korbut so stark? Wissen vielleicht... Ich muss mich mit Pavel treffen, er kann mir bestimmt alles sagen. Wir werden sehen, wie er weiterhin seine Lieder über Gleichheit und Brüderlichkeit über einen Staat für jedermann singen wird. Dieser Verräter, ja. Ganz genau. 52 Stunden hast du schon hier, das ist nicht schlecht. Wow, vielen lieben Dank dafür. Und Markus hat 32,5 Stunden, das ist auch nicht schlecht. Mist, ich bekomme gar nicht den Bonus, wenn ich jetzt aufgehe. Nein, den kriegst du jetzt nicht. Könnte mehr sein, das hast du jetzt gesagt. Da gibt also Zeit, da gibt es ja nur eine Möglichkeit, das hochzupushen. Da, den habe ich gesucht. Weißt du Bescheid? Ich glaube, ich lasse den Stream an. Kannst du auch machen. Dann kriegst du den Bonus gleich. Ist okay für mich. So, wo müssen wir lang? Wieso habe ich eigentlich die Gasmaske noch an? Weil wir hier keine Luft kriegen. Wieso kriegen wir hier keine Luft? Ach, weil die Lüftung aus ist. Ah, wir haben die Lüftung ausgeschaltet. Das ist ja auch nice. Aber wie? Müssen wir hier durch die Lüftung durch? Das ist ja Schwachsinn, oder? Nee, doch hier. Ah, okay, verstehe. Wir müssen den Lüftungsventilator ausschalten. Dadurch kriegen wir keine Atemluft. Um dann da durchzukriegen. Da habe ich vorhin ewig gehangen. Echt? Okay. Bald auch kein Inert mehr, also festes. Oh Mist, aber irgendwann wirst du ja wieder haben. Oder? Manchmal geht's ja auch schnell. Scheiße. Ich meine, bis nächstes Jahr wird's noch nichts. Ach du Kacke. Fuck.
Das war dumm. Wie alles, was ich hier im Stealth mache. Aber die haben uns noch nicht entdeckt.